Auf eine grüne Welle warten Autofahrer oft vergeblich. Stattdessen sehen sie rot und warten voller Verzweiflung vor den Ampeln. Kürzere Wartezeiten und einen besseren Verkehrsfluss soll jetzt eine Technik bringen, die der Landesbetrieb Mobilität erstmals in der Region Trier einsetzt. Und zwar werden an den Ampelanlagen Kameras installiert. Diese sollen den Verkehr frühzeitig erfassen und die Schaltintervalle den tatsächlichen Bedürfnissen anpassen. Die Technik wurde im Kreuzungsbereich B52-B53 unmittelbar an der Ehranger Brücke installiert. Die Ampeln an der ersten Kreuzung in Fahrtrichtung Trier wurden aufgerüstet. Die zweite Anlage, nur etwa 200 Meter weiter in Richtung Ehranger Hafen-Pfalzel, wurde neu errichtet. Sie ist noch nicht in Betrieb. Diese soll später unter anderem gewährleisten, dass die von der Ehranger Brücke kommenden Fahrzeuge, die in Richtung Hafen wollen, zügiger abfahren können. Durch das hohe Verkehrsaufkommen finden Linksabbieger, wie dieser Tankwagen, kaum eine Lücke. Es sei denn, ein vorfahrtsberechtigter Autofahrer zeigt Erbarmen und lässt den Wartenden passieren. Laut Landesbetrieb Mobilität werden die Videodaten zusammen mit den Informationen der herkömmlichen Kontaktschleifen erfasst und in einem Steuergerät verarbeitet. Zurzeit werden die Phasen optimiert. Die neuen Anlagen sollen weniger störungsanfällig sein als herkömmliche und nicht mehr kosten. Für eine anderweitige Nutzung, wie etwa eine Polizeifahndung, sollen die Daten nicht herangezogen werden. Künftig also mehr Grün als Rot für die Autofahrer? Wir werden sehen, was die Versprechungen wert sind.